wo sind deine Versprechen? Gott, stehst du zu deinem Wort? Oder spürt, woran ich festhalte, ein Tsunami wieder fort? Ich wünsch mir nicht viel, nur dieses kleine Geschenk. Ein Silberstreif am Horizont und ich weiß, dass du an mich denkst. Dank von Herzen her. So heißt das Lied, das wir als allererstes von Orgel und Saxophon hören durften. Und das war eines der Lieblingslieder von Nathanael. In der Zeit, die ich mit Nathanael verbracht habe, sei es in der Gemeinde oder in der Jugend und auf Camps oder darüber hinaus einfach als Freund, habe ich ihn fast immer in einer Haltung der Dankbarkeit erlebt. Nathanael war ein Mensch, der seine Gefühle und Emotionen sehr intensiv ausdrücken konnte. Und deshalb soll heute auch hier Raum gegeben sein, auch diese Emotionen zum Ausdruck zu bringen. Und ja, diese Emotionen dürfen uns an Nathanael erinnern und uns auch mit ihm verbinden. Ich begrüße euch ganz herzlich zur Abschiedsfeier von Nathanael und ich bin sehr dankbar, dass es kein endgültiger Abschied sein muss, sondern dass es ein vorübergehender Abschied ist. Ja, und deshalb hat sich Nathanael für heute auch gewünscht, dass wir uns fröhlich und hoffnungsvoll kleiden. Und ich bin sehr dankbar, dass die Kirche heute so farbenfroh geworden ist. Wir haben auch gerade das Lied gehört von Resi und in diesem Lied werden Worte des Zweifels ausgedrückt. Da geht es darum, dass wir Gott nicht verstehen können, dass wir das Gefühl haben, dass er Dinge von uns wegnimmt, aber auch, dass wir das Versprechen in Zweifel ziehen, das er uns gegeben hat und auch, dass wir das Gefühl haben, dass er unseren Lobpreis nicht hört. Und diese Gedanken gingen wohl schon denen durch den Kopf, die ihre Klage damals in den Psalmen aufgeschrieben haben, aber mit Sicherheit auch Nathanael in seinen letzten Tagen. Und dennoch hat er immer am Lobpreis festgehalten und Gott weitergesucht. Ja, so wie Johannes der Täufer im Johannesevangelium seine Beziehung zu Jesus beschreibt, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. In dieser Zeit, als Nana ja diesen starken körperlichen Zerfall erleben musste, war es für uns alle jedoch wirklich spürbar, wie Gott innerlich immer mehr Raum in ihm gewinnen konnte.
Ja, wenn Nano heute hier wäre, dann würde er sich wünschen, dass wir genauso am Lobpreis festhalten, wie er es getan hat. Ja, und deswegen soll in diesem Gottesdienst viel Raum sein, unserem Gott wirklich mit allen Gefühlen zu begegnen. Das möchten wir jetzt tun. Vater, ich danke dir, dass wir dir heute hier begegnen dürfen und dass du nah bist. Und Vater, du siehst unseren Schmerz und du siehst unsere Trauer. Und ich danke dir, dass du uns jetzt in dieser kommenden Zeit trösten möchtest. Amen. Thank you.
Mein Name ist Clemens Mudrich und als großer Bruder von Nathanael werde ich uns mit hineinnehmen in ein paar Erinnerungen an sein kurzes, aber reichhaltiges Leben. Am 8. März 1991 ist Nathanael Mudrich hier in Bautzen in der Kinderklinik zur Welt gekommen und das als viertes von uns fünf Mudrich-Kindern. Unsere Eltern Alf und Dorothea haben sich kennengelernt beim Musikstudium in Weimar und Nathanaels Leben war von Anfang an stark umkämpft. Schon die Schwangerschaft war sehr kompliziert und mit Schwierigkeiten überdeckt und es war nicht klar, ob das Baby überleben würde. Unsere Mutter hat damals sehr mit Gott darum gerungen, dass Nathanael leben kann und wie dankbar waren sie dann, als sie in der Geburt waren und auch mein Papa, Herr Alf, konnte mit dabei sein. Und Nathanael hat am 8. März dann das Licht der Welt erblickt. Es war aber weiter kompliziert. Im Sommer 91 hat meine Oma, unsere Oma, zum zweiten Mal geheiratet. Wir hatten ein großes Familientreffen und auf diesem Familientreffen gab es nicht das beste Essen an einem Punkt. Es gab nämlich eine Salmonellenvergiftung und die komplette Hochzeitsgesellschaft war auf einmal krank und hat einen kompletten Krankenhaustrakt gefüllt. Während die Erwachsenen sich daraus den Spaß gemacht haben und einfach das Beste draus gemacht haben, sind wir Kinder in extra Krankenhäuser gekommen. Ich erinnere mich noch ganz gut, ich war mit meinen zwei großen Geschwistern in einem Kinderkrankenhaus, wo es so richtig ekliges Essen gab. Es war fürchterlich. Aber ganz schlimm hat es den Nathanael erwischt, denn er war mit 5 Monaten in eine Kinderklinik gekommen, wo viele Kinder nebeneinander fixiert wurden auf einer Unterlage und dort die ganze Zeit bei extremer Hitze schreiend dalagen. Meine Eltern wussten das nicht, aber sie waren ja getrennt von ihrem Kind und sind dann heimlich gegen die Erlaubnis des Klinikpersonals zum Fenster über einen Baum rausgeklettert und sind drüber in die Kinderklinik, haben dort diese Zustände gesehen und die, naja, ihren Sohn Nathanael dort befreit, sozusagen. Ja. Also die Kinder, die waren nur traumatisiert und sie haben auf eigene Verantwortung, weil muss man ja 1000 Unterschriften geben, den Nathanael dort rausgeholt. Als Nathanael 10 Monate alt war, gab es bei uns zu Hause einen Unfall, wo Nathanael in der Badewanne ertrunken war. Jeder hat irgendwie gedacht, der andere passt auf und er war mehrere Minuten unter Wasser und hatte, sein Herz hat nicht mehr geschlagen, er hat nicht mehr geatmet. Und es war ein ganz großes Glück, dass unsere gute Freundin Reinhild Krause mit ihren Kindern gerade zum Geigenunterricht bei Alf da war und als Hebamme sofort Nathanael reanimiert hat. Ich erinnere mich noch, die großen Kinder haben dann uns 3 Kinder von der Reinhild, die Große, hat uns dann in ins Kinderzimmer mitgenommen und Galgenraten gespielt, um irgendwie uns aus dem Verkehr zu ziehen. Und die anderen Erwachsenen waren im Flur und haben Nathanael reanimiert und er kam tatsächlich zurück, wofür wir extrem dankbar waren und sind. Und zwar ohne, dass er irgendwie im Kopf geistige Schäden oder sowas gehabt hat. Nathanael war ein fröhliches und anhängliches Baby. Unsere Eltern haben sich entschieden, die Zeit mit ihm besonders zu genießen und sich die Zeit dann auch zu nehmen für ihn in der Babyzeit. Er war ein unkompliziertes Kind, der hat es selber verstanden, sich selbst zu beschäftigen. Vor allem, als er dann mobiler wurde, sein erstes Fortbewegungsmittel war das Töpfchen, auf dem er dann durch die Wohnung immer gerobbt ist und von dort aus sogar mit Fußball gespielt hatte, noch lange bevor er laufen konnte. Und ja, wie alle Mudrich-Kinder ist er auch bei uns in der Josua-Gemeinde mit aufgewachsen, von vornherein hat den Gemeindealltag miterlebt und die Gemeinde wurde auch für ihn, wie für uns alle, so ein zweites Zuhause. Als Nathanael 16 Monate alt war, wurde dann sein jüngerer Bruder Markus, den wir jetzt heute schon am Saxophon gehört haben, geboren und die beiden waren zusammen eine Mudrich-Gang, später kam dann Ron als Pflegebruder noch mit dazu und die drei haben zusammen immer die Gegend unsicher gemacht. Da könnt ihr gerne unsere Nachbarn zu fragen. Als kleines Kind war Nathanael voller Fantasie. Der hat ganz viel Geschichten gespielt mit Lego und mit Playmobil. Aber das Besondere dabei ist, dass er hat die ganze Zeit diese Geschichten nicht erzählt, sondern gesungen. Bei ihm wurde im Prinzip alles immer gesungen. Wenn er so für sich selber war und gespielt hat, da hat er die ganzen Geschichten, was so passiert, vor sich hin gesungen. Ja, und wie auch alle anderen Geschwister von uns, war Nathanael dann im Kindergarten
in der Rehgruppe bei der sagenhaften Tante Elvira. Ja, die hat irgendwie mit uns angefangen und dann mit meinen Kindern aufgehört. Also wir haben sie die ganze Zeit miterlebt und dort konnte Nathanael einfach so sein, wie er natürlicherweise ist. Und das hat ihn so richtig aufblühen lassen in seiner Risikobereitschaft, in seinem Bewegungsdrang, in der Art und Weise, wie er so, naja, kreativ war. Er ist gern auf die höchsten Gerüste und Bäume geklettert und kannte keine Furcht. Nathanael ist als Märzkind sehr zeitig in die Schule gekommen und es ist ihm oftmals auch schwer gefallen. Umso einfacher war es, dass er mit seinem Freund Micha damals immer wieder kreative Wege gefunden hat, wie er die Schule so schwänzen kann, dass die Lehrer es nicht mitbekommen. Dann später von der 5. bis zur 9. Klasse war er auf der Mittelschule in Doberschau. Interessant ist, dort hat er auch katholischen Religionsunterricht und diesen hat er richtig geliebt. Vielleicht ist das auch der Grund, dass er so diese innere Liebe zu katholischen Gottesdiensten entwickelt hat. In unserer Familie ist er immer der Grenzgänger, der immer gern diesen Kontakt auch zu liturgischen Gottesdiensten gehalten hat, obwohl wir ja aus einer Freikirche kommen und nicht so viel Berührung sonst damit haben. Nathanael ist später noch oft, selbst wenn er früh bei uns Lobpreis leiten sollte, war er nochmal vorher früh in der katholischen Messe und ist dann zu uns in den Gottesdienst gekommen. So war er halt. Später war er im Keller, dort im Jugendtreff mit angekommen und auch das war sein Zuhause. Da wurde der Alltag zusammen gelebt, wo wir als junge Jugendlichen zusammen waren. Die 10. Klasse dann in der Mittelschule hat er dann in Wilden verbracht und das war auch gar nicht einfach für ihn. Nach dem Realschulabschluss hat er dann die Fachoberschule für Technik im BSZ in Bautzen gemacht und schon während der Schulzeit ist die Romanze mit Elli schon am Laufen gewesen. Da ging das schon los. Also alles fing mit einer Sandkastenliebe an. Schon von klein auf waren sie ja gemeinsam in der Josua-Gemeinde, haben gemeinsam Kindergottesdienste erlebt, gemeinsame Kindermusicals. Ihr müsst wissen, damals hatten wir in jedem Jahr mindestens eins, oftmals sogar zwei Kinder- und Jugendmusicals gemacht. Und da waren sie auch beide immer voll mit dabei. Zum Beispiel 2001, der alte Hirte hieß es. Und Nathanael, manche erinnern sich vielleicht noch, Nathanael war in der Hauptrolle, der alte Hirte. Und das war auch so der Punkt, wo es so richtig Klick gemacht hat bei der Elli, wo sie sich mehr für Nathanael interessiert hat. Und dann kam es, dass Nathanael sie also immer mal mit in Urlaub gekommen ist und dann sie sogar zum 14. Geburtstag dann eingeladen hat. Und ab dann fing das an, dass Nana und Elli sich immer Briefe hin und her geschrieben haben. Immer Sonntag zum Gottesdienst wurden die Briefe feierlich übergeben, ja, und dann gelesen. Und so hat sich eben da ganz schön was entwickelt. Und so wurden mit der Zeit langsam aber sicher aus Freunden auch Liebende. Wichtigster Termin in der Woche war dann natürlich Freitagabend der Teenie-Kreis, denn da gab es lecker Essen und Gemeinschaft und Input und Elli. Später wurde das dann bei uns in der Jugend, Nathanael war ja Teil von damals, unsere Jugendgeneration hieß die Jesus Junks, ja, wir haben gesagt, wir wollen abhängig von Jesus sein und Nathanael war Teil, ein wichtiger Teil in dieser Gruppe und dann haben sie sich abends getroffen, Freitagabend bei unseren Junk Points oder den verschiedenen Veranstaltungen, die es da gab. Nathanael hat mit Elli gemeinsam in einer Band gespielt, die hieß Voice of Destiny, auch zusammen mit Anne und Dani nickt so freundlich und ja, dann war es nicht mehr weit der Weg, bis sie sich im Januar 2010 verlobt haben. Damals der 18-jährige Nathanael. Ja, schon ein halbes Jahr später war dann die Hochzeit in Buchholz. Elli war 17, Nana war 19. Und ich muss sagen, ich finde, es ist so ein großes Geschenk, dass Nathanael, wenn er mit 33 Jahren stirbt, schon 14 Jahre verheiratet war und zwei wundervolle Kinder hinterlässt. Es ist doch auch ein Lebenszeugnis. 2010 bis 2015 waren sie dann in ihrer ersten gemeinsamen Wohnung, gleich hier um die Ecke in der Jägerstraße. Nathanael hat dann 2010 bis 11 ein FSJ im CVJM in Löbau gemacht. Auch dort viele Kontakte geknüpft und Breakdance gemacht und verschiedene Angebote. Dann im Juli 2013 ist seine hübsche Tochter Chiara geboren und Nathanael hat dann weitergearbeitet nach
dem FSJ, hat eine Ausbildung als Zerspaner bei Lehmann Präzisionswerkzeuge gemacht. Nach dieser Ausbildung haben sie sich als Familie Zeit genommen und sind 3 Monate einfach mal nach Hawaii geflogen und haben sich dort die Inseln angeschaut und zu dritt einfach mal richtig Urlaub gemacht und sich als Familie Zeit genommen. Als sie dann davon wiederkamen, sind sie nach Boblitz in unser Elternhaus gezogen, in eine extra Wohnung auf dem Dachboden. Und dort ist auch dieser Traum, dieser gemeinsame Traum von diesem schönen ausgebauten Nachbarhaus entstanden. Das, wo sie jetzt endlich drin wohnen, die Scheune, die sie sich richtig schön ausbauen. Nathanael hat dann 2 Jahre als Metaller und Zerspaner gearbeitet. Und 2016 ist er dann als erster Mitarbeiter im Hochseilgarten in Bautzen mit eingestiegen. Erst nur als Saisonarbeiter, immer wenn Not am Mann war, war er mit da. Und dann hat er aber auch sein Hobby zum Beruf gemacht. Nathanael ist übrigens der Einzige von uns Mutrichs, der wirklich konsequent gesagt hat, ich arbeite draußen und nicht irgendwo in Meetings oder einem Rechner oder an einem Instrument. Und er hat das immer wieder, das, was er geliebt hat, einfach zu seinem Beruf gemacht. Auch die Höhe und alles das. Und so hat er dann eine Ausbildung als Höhenretter gemacht und war dann richtig mit am Start im Kletterpark. Seit 2019 hat er zusätzlich noch einen Minijob gehabt und bei Tobias Kral beim Ofen- und Kaminbau immer mit angepackt, wenn Not am Mann war, und dort quasi mit Öfen gebaut. 2023 kam dann das zweite Kind dazu, der süße Carlo. Im März 2023 hat uns alle überrascht, die Diagnose Darmkrebs. Und das war ein Schock für uns, vor allem für Nathanael, auch für Elli. Und es ging los mit Bestrahlung und Chemo während des Sommers. Und dann im August 2023 war kein Krebs mehr zu finden. Und die Leute aus unserer Gemeinde werden sich zurückerinnern. Wir haben Gott so gedankt und waren so froh darüber, dass einfach der Krebs jetzt übersiegt war, bis er dann im Februar 2024 wieder aufgetaucht ist. Wieder im Darm, wieder richtig zugeschlagen, und zwar so, dass Nathanael sogar operiert werden musste, dass er einen künstlichen Darmausgang bekommen musste, und das ist nicht schön, vor allem nicht für einen jungen Mann, der gern unterwegs ist, klettert und so, also diese ganze Zeit so ein ekliges Beutelchen bei sich tragen zu müssen, also es war nicht schön, aber gleichzeitig hat Nathanael sich seine Lebensfreude überhaupt nicht nehmen lassen. Er hat einfach weiter das gemacht, was ihm Freude gemacht, hat weiter in der Gemeinde gedient, hat weiter im Kletterpark gearbeitet und beim Tobi Kral gearbeitet und hat einfach die Dinge weitergemacht, alles, wofür seine Kraft gereicht hat. Und damit war er weiterhin ein Segen für so viele Menschen und auch ein Vorbild für unsere Jugend. Nicht zu meckern und nicht, wie schlimm alles ist, sondern er hat es genommen, wie es kam, und einfach das Beste daraus gemacht. Er hat selbst dann, als dann Mitte Sommer die Diagnose kam, dass er Metastasen jetzt in der Lunge hat, den Mut nicht verloren, er hat nicht aufgehört, sich mit seinen Gaben einzubringen, bis zuletzt, soweit es eben mit seiner Kraft ging. Er hat Lobpreis gemacht in unserer Gemeinde, er hat weiterhin Technik gemacht, er wollte einfach dabei sein, er wollte einfach mitgestalten, er wollte bis zum Ende, er wollte sich mit einbringen und zum Segen werden für andere. Er hat Gott nie Vorwürfe gemacht. Auch dann noch, als er unter extremen Schmerzen gelitten hat, hat er immer alles wieder in Gottes Hand gelegt. Am Schluss, auf seinem Krankenbett, auf seinem Totenbett, Sterbebett, hatte er so ein Kreuz aus dem Bautzener Kloster, hat der Peter ihm vorbeigebracht, da war er sehr dankbar dafür, so ein Kreuz, da hing Jesus so dran, richtig, also ein ganz altes Ding, und das hat er so gegenüber vom Bett gehabt, und er brauchte immer diesen Blick frei auf dieses Kreuz. Es war ihm ganz wichtig, dass er Jesus sieht, der für ihn und mit ihm mitleidet, und das hat ihm so geholfen und durchgetragen. Und mit diesem Blick auf das Kreuz, mit einem Lied auf den Lippen, ist er am 9.10.2024 heimgegangen. Wir als Familie Mutrich sind sehr, sehr dankbar für die Zeit, die wir noch mit ihm hatten. Die letzten Wochen, die letzten Tage besonders, sie waren sehr, sehr intensiv. Und wir sind so dankbar dafür, dass es nicht irgendwie ein Unfall ist, wo jemand plötzlich aus dem Leben gerissen ist, ohne Vorwarnung, sondern dass wir diese Zeit nochmal hatten und Abschied nehmen konnten. Wo wir nochmal
Vergebung aussprechen konnten, nochmal Wertschätzung einander aussprechen konnten, wo wir nochmal Dinge ins Reine bringen konnten. Diese Zeit war von einer ganz großen Herzlichkeit untereinander in unserer Familie geprägt. Es war so wertvoll und wir konnten viele Dinge aussprechen. Versöhnung ist geschehen, so wie Nathanael sich das immer gewünscht hatte. Nathanael war ein Bewegungsmensch. Er hat es geliebt, sich viel zu bewegen. Das hat ihm Lebensenergie gebracht. Und er hat sich immer die Nischen auch gesucht. Ja, wenn zum Beispiel alle Mutrichs ein Rad fahren, dann musste Nathanael mit dem Hochrad fahren. Ja, nochmal, da hat man so unten das Rad, eine Kette und weiter oben die Pedalen und dann macht man eben noch was Besondereres. Ja, wenn alle Mutrichs irgendwelche Instrumente spielen, dann macht er eben Technik, dann kennt er sich dort mit am allerbesten aus. Aber er hat es geliebt, sich zu bewegen und er hat es geliebt, zu tanzen. Als erstes in seiner Jugend hat er sehr viel Breakdance gemacht, war mit seiner Breakdance-Gruppe unterwegs, überall in der Stadt und in verschiedenen Auftritten, auch in Clubs und auf irgendwelchen Stadtfesten und so. Immer waren unsere Breakdancer mit dabei und Nathanael ganz vorn mit dran und hat dort auch Jugendliche mitgezogen, mitgeprägt. Also das war ganz klasse. Und auch so, Nathanael hat es geliebt, auch Standardtänze zu tanzen. Einfach so, wir hatten damals in unserer Jugend einen Tanzkurs oder immer wieder mal Tanzkurse veranstaltet. Und Nathanael hat dann ganz viel sich selber auch beigebracht und weiterentwickelt und das dann auch wieder anderen beigebracht. Er hat es einfach, das Tanzen geliebt. Nathanael hat es geliebt, Volleyball zu spielen. Das hat ihm das Gefühl gegeben von Freiheit und Urlaub. Und er war immer auf der Suche nach weiteren Leuten, mit denen er gemeinsam Volleyball spielen kann. Am liebsten am Stausee. Er hat es geliebt, diese einfachen lauen Sommernächte am Stausee, am Bautzen, dort mit dem Blick auf dieses ruhige Wasser, beim Sonnenuntergang, das war ja ideal mit dem Kletterpark, seine Arbeit, das war immer für ihn alles so eins. Ja? Und wenn es möglich war, hat er sogar noch die Gemeinde in seine Arbeit integriert und dann mussten wir Feierabende und Gottesdienste am Stausee machen und alles. Nathanael hat immer alles so zusammengebunden, was er geliebt hat und wurde damit ja auch für viele Menschen zum Segen. Nathanael war ein Beziehungsmensch. Er hat immer Beziehung gebaut und immer alles auch so verbunden und genutzt, um Beziehung zu bauen. Er hat junge Menschen gefördert, in unserer Gemeinde vor allem junge Menschen, die sonst nicht gesehen wurden, hat er mit auf die Bühne geholt, ihnen auch dann, als sie noch nicht besonders gut waren, schon eine Bühne gebaut, sodass sie später quasi diese Bühne richtig einnehmen konnten, aber vor allem deshalb, weil Nathanael sie ganz am Anfang gesehen hat und gefördert hat, als sie noch nicht so die ganz coolen und krassen Leute waren. Auch so hat er Beziehung geliebt, er brauchte immer eine gute Arbeitsatmosphäre, sowohl in der Gemeinde als auch im Kletterpark. Es war ihm ganz wichtig, die Kletterpark-Crew, die war wie eine Familie für ihn. Nathanael war, wie wir alle wissen, ein Musikmensch. Ja, klar, er ist in eine Musikerfamilie geboren, aber er hat auch diese Musik von innersten Herzen heraus geliebt. Es war für ihn der Weg, seine Gefühle auch auszudrücken. Und in der zweiten Klasse fing das an mit Trompetenunterricht bei Herrn Kowolik. Da hat er später auch in der Big Band gespielt und dann bei uns im Lobpreis mitgespielt. Und in der Mittelschule dann hat er seine Liebe für das Klavier und für den Gesang entdeckt. Das war so das, womit er so richtig in eine eigene Welt eintauchen konnte und seine Gefühle verarbeiten konnte. Er hat in den Ferien bei Orgelbau Soldern mit Orgeln gebaut und aufgebaut und geholfen und vielleicht ist dort auch seine Liebe für Orgeln entstanden, sodass er dann später hier in Bautzen bei unserem Kantor und damals Kirchenmusikdirektor Michael Fettner, den wir auch schon im Eingangsstück gehört haben, Orgelunterricht genommen hat. Also auch verrückt. Das passiert ja nicht so viel, dass irgendwelche Freikirchler sich einfach mal Orgelunterricht nehmen, ohne dass sie da aus ihrer Kindheit einen Bezug zu haben. Aber Nathanael hat genau das so geliebt. Er war bei so vielen Musicals mit dabei, oftmals sogar in den Hauptrollen. Ich erinnere so gern mich an das Musical, das Root-Musical, das haben wir inzwischen schon zweimal aufgeführt, wo er als Stuntman aus einer unglaublichen Höhe dann runtergefallen ist. Also er ist runtergesprungen, aber alle waren schockiert, dass plötzlich... Wer war das, der Boas tot ist? Ja, nee, nicht der Boas, sondern der, ja, Machlon, genau, wie auch immer. Oder wie er bei dem Musical, Zachäus war im Theater,
wer sich da noch dran erinnert, das Musical mit den vielen, vielen Flüchtlingen im Theater, wo er dort gesungen hat und getanzt hat. Und diese Szene, die ist so eine Szene, wo alle geheult haben, ich jedenfalls. So oft war er bei diesen ganzen Musicals so mit am Start und hat die maßgeblich mitgestaltet. Überhaupt, Nathanael war ein Gemeindemensch. Er hat es geliebt, in der Gemeinde zu sein, damals in unserer Jugendgruppe. Er hat über Jahre die Jugend ganz maßgeblich bei uns mitgeprägt, mitgestaltet. Und auch wenn Jugendleiter gewechselt hatten, Nathanael war trotzdem im Jugendleitungsteam die ganze Zeit mit dabei, als wie so eine Stütze, wie eine Säule. Selbst wenn wir junge Jugendleiter hatten, Nana war noch da. Er hat immer für eine wunderschöne Atmosphäre gesorgt, sodass einfach die Jugend sich wohlfühlen konnte. Er war so richtiger, guter Gastgeber mit Licht und Musik und dass das alles so zusammenpasst, wenn sie kommen und dass er einfach mit da ist als Ansprechpartner. Nathanael war bei uns Tontechniker, hat dort sehr gutes Gehör gehabt. Keiner kannte unsere Raumfrequenzen so gut wie Nathanael. Er hat den Ton auch oft bei großen Events gemischt. Ich erinnere an irgendwelche großen Lobpreisgottesdienste in Annaberg-Buchholz oder bei uns hier die Momentum-Konferenzen oder so. Er hat den Lobpreis geliebt. Es war seine Passion. Er war auf Kivus unterwegs, ein See in Soland und so. Auf unseren Kiki- und Jugendcamps war er maßgeblich mit dabei, mit seinen Ideen, aber auch als Techniker, als Mitarbeiter, als Tänzer, als alles Mögliche. Er hat eine Jüschu gemacht 2007, 2008 in Annaberg. Er war einfach viel gemeindetechnisch mit unterwegs. Nathanael war ein Motivator. Er konnte Massen mitnehmen und da, wo er war, da war Energie im Raum mit da. Und ich weiß noch, also ich vermisse seine Heys, hey, immer so, wenn Musik richtig partymäßig abging, dann kam immer irgendwo so ein hey, hey, hey im Offbeat mit rein und das war dann irgendwie, hä, du siehst keinen auf der Bühne, da ist das Nathanael hinten vom Mischpult, der sich einfach ein Mikro immer auf die Boxen gesteckt hat und mitgesungen hat. Ja, das war richtig schön. Er hat einfach seine Lebensenergie aus der Musik, aus der Bewegung, aus einer guten Atmosphäre gezogen. Geld war für ihn nie irgendwie wichtig oder relevant, das war eher Nebensache. Er hat sein Hobby mit seinem Beruf verbunden, hat immer für gute Atmosphäre gesorgt. Zuletzt hatte er Pläne, mit dem Segelboot, auf dem Segelboot Musik zu machen, Klavier drauf zu haben und Touristenangebot zu haben. Also an Ideen hat es ihm nie gemangelt. Ich weiß noch, wie ich zu einem Gebetstreffen nach Buchholz komme und mich an mein Klavier setzen will. Ja, alle sind da, nur das Klavier fehlt. Ja, und ich hab dann überall rumtelefoniert. Ich habe gedacht, wie kann das sein? Martin, hat jemand bei uns das Klavier geklaut? Das war meins, was dort stand. Ja, bis ich irgendwie über drei Ecken erfahre, ach, das hat übrigens der Nathanael genommen und bei sich auf sein Boot gestellt. Das schippert gerade irgendwo auf dem Stausee rum. Na, schönen Dank auch. So war er eben. Er hat sich dann einfach die Sachen genommen, wie er es brauchte. Nathanael war ein toller Ehemann. Die Ellie hat dazu geschrieben, dass er es geliebt hat, schöne Momente zu kreieren und zu genießen. Und ihre Hauptherausforderung im Ehealltag war ihre unterschiedliche Ansatzweise, wie man so einen Tag plant. Ja, Ellie sagt, wir arbeiten erstmal alle To-Dos ab und dann können wir uns entspannen. Nathanael sieht das eher umgedreht besser. Der sagt, lass uns erstmal einen schönen Moment kreieren, lass uns erstmal Zeit miteinander haben und dann gucken wir, was noch zu erledigen ist. Das hat natürlich manchmal auch zu Spannung geführt, aber sie haben gelernt, sich irgendwie miteinander einzugrooven, sich einander zu ergänzen und wirklich gemeinsam auch schöne Momente zu schaffen und zu erleben. Gemeinsam haben sie ihre Beruf und Gastfreundschaft auszuleben, also ja, ausgelebt, haben gerne Menschen eingeladen. Nathanael hat seine Tochter Chiara innig geliebt. Ja, sie haben eine gemeinsame Leidenschaft geteilt, nämlich einmal fürs Tanzen, fürs Disney-Filme gucken und auch fürs Shoppen. Ja, Nathanael war liebend gerne shoppen. Und sein Sohn Carlo, der kam jetzt zum Schluss dazu. Und auch er, der hat mit seiner Lebensenergie, mit seiner Lebensfreude den Nathanael überwältigt. Und er war sehr stolz auf seine zwei wunderschönen Kinder und hat sie wirklich geliebt. Nathanael, falls du mich hören kannst, möchte ich dir Danke sagen für die vielen tollen Momente, die wir miteinander hatten. Ich möchte Danke sagen für die vielen
guten Dinge, die du auch in das Leben von anderen hinein investiert hast, wo du sie geprägt hast, wo du sie weiterentwickelt hast. Und wir sehen heute deine Spuren, die du hinterlassen hast in dem Leben von so vielen Menschen. Segensspuren. Und auch wenn dein Leben kürzer war als das Leben von manch anderem, so hat sich doch jeder Moment, jedes Jahr wirklich gelohnt. Gott, ich danke dir für so einen wundervollen, verrückten, kreativen Bruder. Danke, dass wir diese Zeit mit Nathanael so erleben durften. Wir wollen jetzt in dem nächsten Teil drei Lieder singen, die ihr als Gemeinde, die wir gemeinsam singen wollen. Und das nächste Lied hat der Orgellehrer und Freund von Nathanael, Michael Vetter, extra ein Vorspiel für Nathanael geschrieben.
Herr, solange es Menschen gibt, bist du unsere Zuflucht. Ja, bevor die Berge geboren wurden, noch bevor Erde und Weltall unter Wehen entstanden, warst du, o Gott, schon da. Du bist ohne Anfang und Ende. Du lässt den Menschen wieder zu Staub werden. Kehr zurück, sprichst du zu ihm. 1000 Jahre sind für dich wie ein einziger Tag, der doch im Flug vergangen ist. Kurz wie ein paar Stunden Schlaf. Du reißt die Menschen hinweg. Sie verschwinden so schnell wie ein Traum nach dem Erwachen. Sie vergehen wie das Gras. Morgens sprießt es und blüht auf, doch schon am Abend welkt und verdorrt es im heißen Wüstenwind. Mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Schenke uns deine Liebe jeden Morgen neu. Dann können wir singen und uns freuen, solange wir leben. Und Gott, ich bete, dass du uns wirklich klar machst, dass jeder Tag, den wir hier auf der Erde haben, dass das ein Geschenk ist. Ich bete, dass wir das verstehen und dass wir wirklich auch so leben in diesem Bewusstsein, dass wir, wie Nathanael uns das vorgemacht hat, wirklich Freude in jedem einzelnen Moment suchen, das Schöne in jedem einzelnen Moment suchen. Und Gott, an so einem Tag wie heute fällt es mir manchmal schwer zu singen, weil auch überall Trauer ist und ich mich frage, was du eigentlich machen willst damit, mit dieser Situation. Und Gott, trotzdem wollen wir uns heute entscheiden, dass wir dir Lob singen und dass wir dich anbeten, einfach weil du es verdient hast, Gott, weil du groß bist trotz allem, weil du höher stehst und weil wir glauben, dass du trotzdem gut bist. Gott, deswegen wollen wir dir unser Lob zusingen, weil wir dich lieben.
Der Nathaniel hat sich immer gewünscht, dass wir gemeinsam einen ganz, ganz, ganz großen Chor haben. Und deswegen haben wir euch die Stimmen rumgeschickt und deswegen wollen wir das nächste Lied als ein Chor singen. Das sind nicht die wir hier vorne, die wir singen, sondern das sind alle in dieser Kirche. Und der Nathaniel hat sich gewünscht, dass die Musik einen Impact hat, dass sie einen Ausdruck hat, dass sie eine Energie hat, die über diesen Raum hinausgeht. Deswegen wollen wir das singen, dieses Lied ist auch eins deiner Lieblingslieder. Du bist der Höchste, oh Herr. Das hat uns immer begleitet, auch aus Gemeinde. Du bist der Höchste, oh Herr, über allen Erden. Egal, was für Schmerzen Nathaniel hatte, egal, was er hatte, egal, wie schwer es war für ihn, Gott stand immer ganz oben. Und er hat sich immer dazu entschieden, daran zu glauben, dass Gott gut ist. Und das wollen wir. Wir wollen dieses Vermächtnis weitertragen. Du bist der Höchste. Du bist der Höchste. Yeah.
Gott, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der gut ist und dass das die Wahrheit ist. Und wir schmeißen uns voll in deine Arme, Jesus. Und wir sagen, Gott, du bist trotzdem gut und wir danken dir dafür. Du bist ein großer Gott, der es gut mit uns meint. Wir danken dir für alles, was der Nathanael gesät hat in diese Welt. Für all die guten Dinge, für all die guten Prozesse, die er begonnen hat. Danke, dass er so viele Leben positiv beeinflusst hat. Und wir wollen das weitergeben. Wir wollen es nicht umsonst gewesen sein lassen. Wir wollen dir sagen, dass du gut bist, Gott. Und wir wollen sagen, du bist trotzdem gut. Und das ist die Wahrheit. Und darauf stellen wir uns. Und wir erheben dich, Gott. Lasst uns nochmal zusammen singen. Einfach, wir erheben dich. Einfach eure Stimme. An dem Tag, an dem Nathanael zu Gott gegangen ist, war in der Bibel-App folgender Vers, der Vers des Tages. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen. Durch den Geist, der in euch wohnt. Und für mich war das immer spürbar, dass genau dieser Geist, von dem hier gesprochen wird, in Nathanael gelebt hat. Das ist mir vor allem dadurch aufgefallen, dass er ein Mensch war, der sich nie seines Glaubens oder des Evangeliums geschämt hat. Ganz im Gegenteil, er hat auf einer völlig natürlichen Art und Weise seinen Glauben und Gott in jeglichen Bereich in seinem Leben mitgenommen. Ich hatte das Privileg, mit Nathanael eine Zeit lang mit in der Jugendleitung zu sein. Und in dieser Zeit haben wir viel geplaudert über Gott und die Welt. Wir haben viel Musik gemeinsam gemacht und ich erinnere mich auch noch, dass er öfter mal gesagt hat, dass er gerne auch noch mal irgendwann mal eine Funkband gründen wollte. Und irgendwie hat er mich in diesem Moment mit diesem Gedanken auch angesteckt. Das hat wirklich richtig großen Spaß gemacht. Aber in dieser Zeit hat er mich und auch viele andere auch wirklich sehr inspiriert. Eine ganz bewundernswerte Eigenschaft, die Clemens vorhin auch schon hat anklingen lassen, ist, dass Nathanael in seinem Leben gern anderen Menschen eine Bühne gegeben hat. Wortwörtlich, aber auch im übertragenen Sinn. Ja, er hat andere Leute gerne in den Mittelpunkt gestellt. Vielen hat er geholfen, ihre Gaben zu entdecken und auch weiter auszubauen und zu fördern. Letzten Sonntag haben wir im Gottesdienst schon von 3 Freunden gehört, die ihre Erinnerungen mit ihm geteilt haben. Und das war auch wirklich sehr bewegend. Das könnt ihr euch sehr gern auch nochmal anschauen auf YouTube, wenn ihr mögt. Und jetzt möchten wir auch gerne nochmal von 5 weiteren Freunden hören, die jetzt Nathanael mit ihren Erinnerungen in den Mittelpunkt stellen wollen. Wir hören jetzt Markus, Timo, Mara, Michael und Malte. Von der Familienkonstellation her war Nathanael und ich, wir waren die beiden Letzten,
zwischen Clemens und Nathanael war eine große Lücke, deswegen waren wir quasi so die Nachzügler der Familie. Unsere amtliche Bezeichnung von unseren Geschwistern war die Kleen, so wurden wir benannt, oder die Babys. Als wir dann ein bisschen älter waren, waren es die Kleen. Und uns gab es immer nur im Doppelpack. Egal, wo wir hingegangen sind, egal, wo wir in welchem Urlaub wir waren, bei irgendwelchen Leuten, sei es bei Krahls, bei Schneiders, bei Lönerts, egal wo, uns gab es immer im Doppelpack. Wir waren quasi wie Zwillinge. Wir hatten so zwei kleine, hässliche, weiße Gartenstühlchen, die waren wirklich ganz, ganz klein, aber die sahen halt aus wie die großen. Da gab es ein gelbes und ein rotes. Nathanael hatte das rote und ich hatte das gelbe. Das war einfach so. Da wurde auch nicht dran gerüttelt. Das wurde auch nicht in Frage gestellt. Wir hatten auch unterschiedliche Messer und Gabeln. Nathanael hatte immer das mit dem Marienkäfer, ich immer das mit dem Igel. Nathanael hatte die blau-weiß gestreifte Mütze. Ich hatte die hässliche grüne Schalmütze. Generell waren wir zwei sehr, sehr neugierige Kinder, die es liebten, ihre Welt spielend zu entdecken. Das hat sich, glaube ich, bei uns beiden bis heute nicht geändert. Meistens wollten wir nichts Böses, wir wollten einfach nur Sachen ausprobieren. Wir wollen verstehen, wie die Welt funktioniert. Eines Tages kam mir auf die glorreiche Idee, die menschliche Psyche zu erforschen. Also haben wir uns in unserem Kinderzimmer draußen auf das Fensterbrett gesetzt. Das war nur, keine Ahnung, 1,50 Meter über dem Boden und es ging zur Straße raus, da sind die Leute lang gegangen. Und wir wollten gucken, wie die Leute reagiert, wenn wir sie ganz nett grüßen. Und wir haben gesagt, na du alte Oma, na du alter Opa. Das ging eine ganze Weile so. Das nächste, woran ich mich erinnere, war, dass mein Vater schmerzverzerrt das Fenster von hinten aufriss, uns am Kragen packte, nach innen zog und uns die menschliche Psyche erklärte, wie es funktioniert, wenn man andere Menschen beleidigt. Mittels einen Klaps auf dem Po. Unser Lieblingsspiel war Hündchen. Nathanael war Kommissar Rex, ich war das Hündchen. Und gemeinsam gab es viele Dinge aufzuklären, die so dubios waren in der Wohnung. Alles Mögliche wurde aufgeklärt. Damals wollte ich dann auch, oder Nathanael hat mir geholfen, meinen späteren Berufswunsch zu finden. Als ich 5 war, habe ich mir gedacht, wenn du groß wirst, dann wirst du Polizeihund. Als wir in unserem neuen Haus waren, in Boblitz, haben wir ein Zimmer geteilt und das Aufräumen gestaltete sich immer als recht schwierig. Aber wir haben eine richtig coole Methode gefunden, unser Zimmer aufzuräumen. Die Mutti hat unser fettes Duplo-Blech genommen, also so ein Blech, und damit hat sie allen Dreck aus allen Ecken zusammengekratzt in die Mitte, auch zu einem großen Haufen. Und das war super, weil die Ecken waren dann schon sauber. Das heißt, es war viel einfacher aufzuräumen, weil man ja so sah, was man machte. Denn meistens fängt man von der Mitte an und geht nach außen und es wird immer anstrengender, je weiter die Ecken und je weiter unter den Schrank. Wir haben es andersrum gemacht. Aber ihr wisst ja, wenn man denken und arbeiten muss, ist es anstrengend. Also haben wir ja Sklave und König gespielt. Der König hat einen Stock genommen, hat auf eine Sache in dem Müllberg gezeigt und der Sklave musste das wegräumen, ohne zu denken. Und das war super, das hat super funktioniert. Der eine musste nämlich denken und der andere musste arbeiten. Und auf die Art und Weise sind wir mal richtig schnell fertig geworden mit unser Zimmer aufräumen, weil es viel einfacher ist, einfach nur stumpf Sachen wegzuarbeiten. Und nach 5 Minuten wurde natürlich gewechselt. Also der Sklave wurde zum König und andersrum. Als wir unser Haus bauten, hatten wir ganz viel Arbeitsmaterialien rumliegen. Und Nathanael kam auf die Idee, eine 70x70 Schaumstoffplatte, eine Styroporplatte, die war so dick, zu schnappen. Und wir haben uns ein neues Lieblingsspiel ausgedacht. Das Spiel hieß Schiffe versenken. Dann Nathanael stellte sich auf die Platte drauf, auf den See, also legte die Platte auf den See. Wir haben vor unserem Haus einen kleinen See, der ist sehr schlammig und dreckig, aber nur 1,5 Meter tief. Und 1,5 Meter Schlamm. Und hat sich da draufgestellt, mit dem Stock abgestoßen in die Mitte und ich durfte ihn so lange mit Tannenzapfen und Stöcken bewerfen, bis er reinfiel. Das haben wir regelmäßig gespielt, dieses Spiel. Als er dann reingefallen ist, ist er wieder zum Ufer, hat sich wieder draufgestellt, wieder in die Mitte und dann ging es weiter, bis er keine Lust mehr hat. Irgendwie bin ich bis heute noch dankbar, dass wir niemals auf die Idee gekommen sind, die Position zu drehen, weil ich hätte, glaube ich, nicht so viel Lust darauf gehabt. Wir hatten unglaubliches Glück in unserer Kindheit, weil wir
zwar in einem ganz kleinen Dorf groß geworden sind, mit, keine Ahnung, was war das damals, 35 Einwohner oder sowas? 20? 21, so wenig. Und wir waren aber 8 Kinder, die relativ im selben Alter waren. Das heißt, wir waren eine übelst coole Gang, die alles unsicher gemacht hat. Wir haben so viel Blödsinn gemacht, ich kann da gar nicht alles erzählen. Eins unserer Lieblingsspiele war, hieß Entengrütze-Schlacht. Ihr kennt so Entengrütze, das ist dieses glibbrige Zeug. Nathaniel mit seinem besten Freund auf dem Schlauchboot auf dem See und ich mit meinem besten Freund im Schilf, im Ufer, im Deck geschützt. Das Problem war, Nathaniel hatte viel mehr Munition um sich drumherum und wir mussten aus unserer Deckung raus, um Munition zu holen, um die abzuschmeißen. Das ist meistens so geendet, dass wir am Ende volle Ladung abgekriegt haben und Nathaniel und sein Kumpel gewonnen haben, weil die halt die ganze Zeit schießen konnten. Ich will nicht wissen, was unsere Eltern dachten, als wir völlig verdreckt und grün und verklebt wieder nach Hause gekommen sind, aber das war, glaube ich, normal. Wir haben ganz, ganz, ganz viele schöne Dinge in unserer Kindheit erlebt, ganz, ganz viele Momente gehabt, wo wir ganz, ganz dankbar sind. Als Nathaniel auf dem Totenbett lag und nicht mehr richtig reden konnte, hatte er aber so Momente, wo so Situationen aus der Kindheit vorbeigeflogen sind. Da hat er angefangen, von unserem Haus, von unserer Wohnung zu reden, plötzlich irgendwie von unserem Sandkasten, so einfach Momente aus der Kindheit, die da plötzlich wieder gekommen sind. Was mich am allermeisten fasziniert hat, war, das hat er immer wieder gesagt, seine unglaubliche Dankbarkeit. Diese Dankbarkeit, dass wir als Kinder geliebt wurden, dass wir auch so oft von allen Leuten genommen wurden, die uns wie Wanderpokale hin und her gereicht haben und auf uns aufgepasst haben. Seine tiefe Dankbarkeit dafür, dass wir, liebe Eltern, liebe Geschwister, dass wir so in eine Familie reinkommen durften, wo wir so eine schöne Kindheit hatten, wo wir so behütet aufgewachsen sind. Und ich kann mich dem 100% anschließen. Wir sind sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass wir in dieser Familie sind und dass wir so behütet und geliebt aufgewachsen wurden. Vielen Dank. Hallo, ich bin Timo Arnstadt. Fällt mir erstmal schwer, jetzt hier zu sprechen, weil irgendwie nach dem ganzen tollen Lobpreis, Nathanaels Stimme, die hat mir einfach gefehlt. Ich habe das immer noch so im Kopf gehört, wie er gesungen hat, seine Stimme, die dazu immer gepasst hat. Ich bin aktuell, leite ich eine kleine christliche Organisation in Afrika, in Kenia und war früher lange Jugendleiter und habe missionarische Jugendarbeit im Keller in Bautz in der Josua-Gemeinde geleitet. Und Breakdance war so das zentrale Ding. Und ich möchte mal ein bisschen was über Nathanael sprechen, was vielleicht die meisten in der Gemeinde nicht so sehr mitgekriegt haben. Aber die in der Stadt drumherum umso mehr. Wir haben 2003 angefangen, so mit Breakdance-Training, mit Leuten von der Straße, also was heißt von der Straße, einfach Jugendliche, die kamen. Und irgendwann stellte dann der Clemens mal seinen kleinen Bruder vor und sagte, das ist Nathanael, der interessiert sich auch, der möchte auch was lernen. Und na, wie so üblich, man zeigt so die Grundschritte, so Grundmoves und naja, hofft, dass sie vielleicht nächstes Mal immer noch Lust haben mitzukommen. Und so war es auch bei Nathanael. Und wie ich es fast vermutet hatte, in der nächsten Woche war er nicht mehr da. Dann ging das ganze Jahr zu Ende, das neue Jahr kam. Und dann war plötzlich eine große Feier im Jugendzentrum im Keller. Und plötzlich war Nathanael wieder da und als das Breakdance dann losging, also die ganzen Breaker haben da losgelegt, dann hat er plötzlich gezeigt, was er alles kann. Und zwar, der konnte richtig viel. Alles das, was ich ihm vorher mal gezeigt hatte, hat er zu Hause in seinem Kinderzimmer weiter geübt. Und jetzt plötzlich war der ein Breaker, der was konnte. Das hat mich absolut fasziniert. Und seit der Zeit ist Nathanael dann immer mit dabei gewesen, hat mitgemacht. Und wurde dann irgendwann schon mit 14 auch Mitarbeiter, der sich selber mit um das Breakdance-Projekt gekümmert hat. Und wie es auch schon gesagt wurde, Nathanael ist immer jemand gewesen, absolut ein Beziehungsmensch. Also der hat zu allen Jugendlichen oder jüngeren Geschwistern Beziehungen, ganz tolle Beziehungen aufgebaut. Und hat das Ganze mit so einer Leidenschaft gemacht, da ging es nicht darum,
technisch perfekt zu sein, aber der hat die Jungs und Mädels so gepusht, der hat ihnen so gezeigt, was sie können und wie gut sie sind, dass es einfach jeden angesteckt hat. Und das war richtig toll, immer wieder zu sehen. Wir hatten dann auch eine eigene Crew, Division X, mit 7 verrückten Leuten. Da sind wir dann wahrscheinlich zu, naja, vielleicht auch zum Ärger der Eltern, ständig unterwegs gewesen. Musste dann immer vom Alf den Bus ausleihen, weil wir wieder irgendwo einen Auftritt hatten. Und das ging über viele Jahre, dass wir mit Nathanael ständig irgendwo Breakdance-Workshops gemacht haben und Auftritte und eine Show oder so. Und was mich immer ganz sehr fasziniert hat, wenn wir irgendwo eingeladen waren, einen Workshop zu machen, also Kindern, Jugendlichen mal was beizubringen, 2 Stunden, kam dann hinterher noch der Punkt, wo die dann zeigen sollten, was sie gelernt haben. Eigentlich in 2 Stunden lernst du nicht viel. Nathanael hat das aber immer hingekriegt, die Leute so sehr zu pushen, der hat die in die Mitte genommen, der hat die angefeuert, der hat so ein bisschen schönen Rahmen drumherum gemacht, dass die sich alle ganz toll und wichtig gefühlt haben. Und das hat mich immer ganz sehr fasziniert, dass er das Gute in denen so rausgekitzelt hat, was auch andere hier schon gesagt haben. Mich haben eine ganze Reihe Leute angesprochen aus der Zeit, die damals Kinder waren oder die zu unserer Crew gehörten. Und die haben mir entweder über WhatsApp oder persönlich erzählt, was das für die bedeutet hat. Wie wichtig Nathanael für sie war und was für einen tollen Menschen sie in ihrem gesehen haben. Also jemand, der andere Leute hervorbringt oder andere Leute pusht, der andere Leute groß macht. Und das haben mir ganz viele Leute gesagt, dass sie Nathanael als einen absolut liebenswerten Menschen schätzen, wie es eigentlich sonst kaum in Zweiten gibt, so haben sie mir das gesagt. Und ich habe Nathanael dann auch als Mitarbeiter erlebt, jemand, der absolut treu ist. Wir haben Anfragen gekriegt, sogar in der JVA in Bautzen, also nicht genau, die sagen Gefängnis dazu, aber die JVA. Wir sollten dort, wir wurden angefragt, auch dort mit Leuten Breakdance zu machen und uns zu sprechen und so. Und Nathanael bei allen Anfragen war immer dabei. Später ist mir mal klar geworden, dass er eigentlich eine Freundin hat, hatte ich mal gehört oder mitgekriegt, dass er eigentlich Fachabitur macht und Ausbildung und eigentlich schulisch, naja, das alles nicht so leicht für ihn ist. Aber ich habe nie von ihm irgendwelche Klagen gehört, nee, ich kann nicht und ich habe mit mir selber genug zu tun und meine Eltern und die Freundin und so. Und das hat mich so sehr fasziniert. Nathanael hat Prioritäten in seinem Leben gesetzt. Das muss jetzt vielleicht nicht jeder so nachmachen, alle Zeit so für Gott zu investieren, aber Menschen Gottes Liebe zu zeigen. Und das waren vor allem die Jungs und Mädels, die halt zu Hause nicht so ein liebevolles Elternhaus hatten, wie es Nathanael hatte. Er hat das an andere weitergegeben und die haben diese Liebe, das haben die aufgesaugt. Und da sind so viele Freundschaften entstanden, das ging über viele, viele Jahre. Und das war für mich so faszinierend, dass Nathanael seine beste Zeit investiert hat in was Ewiges. Ich musste so dran denken, sein Haus, Ellies Haus, euer Haus, das ist halb fertig oder halb unfertig, wie man es sieht. Aber der hat ein Haus im Himmel, was fertig ist, was Gott für ihn selber vorbereitet hat. Und das Vermächtnis, was Nathanael zurückgelassen hat, ich hatte heute jemand aus Afrika angerufen und hat mir gesagt, hey Timo, richte Grüße aus vom Keller aus Afrika, Kinder- und Jugendzentrum, und sag, alles, was Nathanael hier investiert hat in die Kinder- und Jugendarbeit, das, was wir dort in Afrika machen, wir denken dran, dass Nathanael hier das vorgelebt hat. Also für mich war Nathanael ganz persönlich ein ganz toller Mensch, den ich sehr, sehr, sehr geschätzt habe, der absolut treu und zuverlässig war und dem ich absolut vertrauen konnte und der mir auch ganz sehr vertraut hat. Und deswegen war es für mich auch ganz bewegend, jetzt letzte Woche Montag bei seinem am Sterbebett von Nathanael nochmal zu hören, wie er auch die Beziehung, die wir miteinander hatten, gesehen hat. Er hat mir ganz viele gute Worte noch gesagt und das hat mich auch so berührt, eigentlich auf dem Sterbebett nochmal jemand anderem was Gutes zu sagen. Und das hat mich alles ganz sehr bewegt. Also ich möchte auch als Eltern und Geschwistern auf jeden Fall sagen, ihr könnt so sehr stolz auf Nathanael sein und die früher Kindergottesdienst mit ihm gemacht haben. Och, danke für alles, was ihr in ihn investiert habt, wo er noch ein Kind war. Dankeschön. Ja,
man kann vieles über Nathanael Mutrich sagen. Und wenn ich ihn jetzt mit 4 Worten beschreiben müsste, würde ich sagen, er ist mein Lieblings-Mutrich. Mit der Familie Mutrich hier vorne verbinde ich spontane, mutige, kreative und vor allem begabte Menschen, die ihren Glauben praktisch ausleben. Der Nana hatte alle diese Eigenschaften gebündelt mit einem großen und demütigen Herzen. Ich bin Mara Makanga, meine Schwester Ellie, das ist die Frau von Nathanael, und Nana war mein längster Freund. Die Ellie hat den Nana schon ziemlich zeitig zu uns in die Familie angeschleppt und er gehörte einfach von Anfang an dazu. Seit ich also auf der Welt bin, seit 25 Jahren, durfte ich Nana und dich, Ellie, durch alle Lebensphasen begleiten. Ich durfte sehen, wie ihr in eurer Beziehung immer stärker wurdet, weil ihr euch täglich füreinander entschieden habt, auch wenn es manchmal richtig schwierig war. Aber ihr habt einander nie aufgegeben und das ist mir ein großes Vorbild. Ich durfte von Anfang an erleben, wie ihr wundervolle Eltern seid, voller Liebe und vor allem authentisch. Und auch darin seid ihr mir ein großes Vorbild. Und ich liebe es. Seid ihr uns ein großes Vorbild. Und ich liebe es, dass euer großes Potenzial in euren 2 wunderbaren Kindern weiterlebt. Besonders dankbar bin ich Nana noch für die viele, viele Zeit, die er in mich investiert hat. Nana hat meine Begabung im Lobpreis schon sehr zeitig entdeckt, gesehen, gefördert und vor allem ertragen. Obwohl schiefe Töne und ein falscher Takt für ihn schwer auszuhalten waren. Er hat mich jahrelang im Gesang begleitet und unterrichtet. Und ich kann wirklich ehrlich sagen, ohne Nana würde ich heute nicht auf der Bühne stehen und ich würde wahrscheinlich nicht mehr singen. Gemeinsam sangen wir nach fast jedem Sonntagsgottesdienst in der Josa-Gemeinde, bei etlichen Familientreffen und Hochzeiten. Und wer es kennt, dieser spontane Nana-Lobpreis, der hat mir sehr viel Freude gebracht. Durch Nana bin ich in eine geistliche Tiefe hineingewachsen und manchmal auch in andere Sphären. Wie der Clemens erst schon sagte, Nana war wirklich manchmal in seiner eigenen Welt mit der Musik. Durch Nana lernte ich, Lobpreis ist ein Geben, aber vor allem ein Nehmen, ein Empfangen. Lobpreis entlastet, aber er schwächt nicht. Und Lobpreis ist für jeden da. Und für jeden, der mal einen unserer Gottesdienste oder Livestreams gesehen hat, Nathanael Mutrichs Tonartenaufgänge in fast jedem Lied sind bereits legendär. Und legendär und unvergessen war auch unsere Hochzeit, die wir 2022 feiern dürfen, in der Ellie und Nana uns einfach die wunderbarste Traumhochzeit organisiert haben, die man sich vorstellen kann. Ich meine, selbst ein Boot über Nacht zu organisieren, das noch weiß zu streichen, der Schönheit wegen, oder eine Tanzfläche aus dem Nichts zu organisieren, die niemand wollte außer Nana und ich, war kein Problem. 2 Tage bevor er heimgegangen ist, sagte ich zu Nana noch, ich hoffe, ich kann dir diese Feier irgendwie revanchieren und dir ebenso eine Party organisieren. Das hatte ich eigentlich vor, nächstes Jahr zum 15-jährigen Hochzeitsjubiläum von Nana und Ellie. Ich habe mir das anders vorgestellt, aber heute kann ich mit meiner Stimme wenigstens einen kleinen Teil dazu beitragen. Und ich bin dankbar zu wissen, dass Nathanaels Stimme nicht verklungen ist, sondern sie ist und bleibt eine Stimme für die Ewigkeit und wir werden wieder zusammen singen. Danke. Es gibt sicher ganz unterschiedliche Beweggründe, weshalb jemand Orgel spielen lernen möchte. Und ich sehe Nathanael noch da oben reinkommen und mir sagen, oh, ihr habt so coole alte Lieder. Die möchte ich unbedingt spielen lernen. Die haben so eine Tiefe und die bewegen mich ganz tief.
ich habe das jetzt nicht wörtlich wiedergeben können, aber sinngemäß war es genau das, was er gesagt hat. Und als ich in der letzten Woche die Nachricht bekommen habe, dass der Nathanael eingeschlafen ist, war das das Zweite. Das Erste war ein Bibelvers, der mir in den Kopf gekommen ist. Und das Zweite, eure coolen alten Lieder, die möchte ich spielen lernen. Und das ist der Grund, weshalb der Nathanael Orgel gelernt hat. Und es hat mich total fasziniert und begeistert, dass dieser Wunsch von jemandem kam, der den Lobpreis in einer freien Gemeinde leitet. Ich schätze diesen Lobpreis auch sehr. Und dass der Nathanael aber diese andere Dimension auch gekannt, geschätzt hat und hat gesagt, ich möchte diese Lieder lernen. Und ich habe auch erlebt, als er diese Lieder eingebracht hat. Lobe den Herrn in einer ganz genialen Version, hat er gespielt, hat alle zum Singen animiert. Und das Zweite, wir unterhalten uns im Unterricht auch über das Thema Gottesdienst. Und das kann ich genau bestätigen und verstärken, dass er eine Liebe zur starken Liturgie hatte. Und auch das fand ich so ein ganz verbindendes Element. Und das wird mir von Nathanael neben ganz vielen anderen leuchtenden Sachen bleiben, sein Verhältnis zu unseren coolen alten Liedern und zu unserer starken Liturgie. Ich bin der Malte Rastimorski. Es wurde von Clemens, von einigen anderen auch schon gesagt, der Nathanael hat bei uns im Hochseilgarten viele Jahre gearbeitet. Nathanael war eigentlich unser erster Mitarbeiter. Einige Dinge hat Clemens, glaube ich, vorhin aus meiner Rede, die ich ihm gestern noch schicken musste, schon abgekupfert, aber okay. War also einer unserer ersten Mitarbeiter und es gibt so ganz, ganz... Beim Sitzen, beim Schreiben sind mir dann, sag ich mal, zwei, drei ganz bestimmte Situationen eingefallen. Die erste war tatsächlich kurz nach unserer Eröffnung im Jahr 2016. An einem sehr nebeligen Morgen, an einem Wochenende, hatte ich mit dem Nathanael Dienst. Und da hat sich das alles gezeigt, was jetzt hier schon ganz viel auch über den Nathanael gesagt worden ist, glaube ich. In seiner Arbeit bei uns ein ganz gelassener, aber ganz akribischer Mitarbeiter. Es kam eine Familie in diesem nebeligen Morgen, eine Mama, ein Papa mit ihren zwei Kindern und die sind geklettert. Alle unsere Ideen zum Hochseilgarten, sage ich mal, was passiert in irgendwelchen Ernstfällen, kam an diesem Tag dann tatsächlich zum Tragen. Der Papa kletterte in 11 Meter Höhe und hat dort einen Zuckerschock bekommen. Nathanael hat in seiner ruhigen und gelassenen Art mir alle Arbeit abgenommen. Da war ich ihm auch sehr dankbar. Ich glaube nicht, dass ich das so gemacht hätte wie er. Ist in kürzester Zeit auf dieser 11-Meter-Ebene geklettert und hat diesen Mann in seinem Halbbewusstseinszustand sicher zu Boden gelassen. Wir haben den dann unten gemeinsam auf die Bank gelegt. Ich bin ein guter Bodenarbeiter, Höhe ist nicht so meins. Dafür hatten wir ja den Nathanael. Da ist auch ein großes Loch entstanden. Nathanael hat bei uns mit seinen Fähigkeiten auch genau die Aufgaben übernommen, die, glaube ich, gut zu ihm passen. Er ist ein ganz, ganz akribischer, gewissenhafter junger Mann gewesen, der bei uns für die Sicherheit im Hochseilgarten zuständig war. Und das wird jetzt unsere Aufgabe sein, dieses Loch, was durch Nathanaels Tod entstanden ist, ganz einfach wieder zu füllen. Was wir gelernt haben über die vielen Jahre mit Nathanael, dass man bei der Arbeit unglaublich Spaß haben sollte. Das hat Nathanael immer gelebt. Also es gab, glaube ich, keinen Tag, wo man das Gefühl hatte, ihm macht das keine Freude, was er da macht. Und auch ich kann nur bestätigen, was hier an vielen anderen Stellen, was in der Gemeinde erlebt worden ist, der Nathanael hat bei uns auch die Leute, die zum Klettern gekommen sind, einfach mitgenommen und begeistert. Ganz besonders stark war Nathanael immer mit Gruppen von Kindern. Also da hat er Begeisterung ausgelöst und ich denke, dass es uns auch die nächsten Jahre immer wieder mal begegnen wird. Auf dem kleinen Flyer, wo alle Lieder drin sind, ist der Nathanael mit seiner Ukulele. Und auch das ist das Bild, was wir bei uns im Hochseilgarten von Nathanael ganz sicher behalten werden. Nathanael hat sich einen kleinen Platz bei uns gebaut, von dem aus er die Teilnehmer, die geklettert sind, mehr oder weniger gut beobachtet hat.
hat in seinem selbstgebastelten Schaukelstuhl gesessen, Ukulele gespielt und manchmal musste man ihn dann auch darauf hinweisen, dass es irgendeinen Teilnehmer gibt, der gerade irgendwo in der Seilrutsche hängt und ob er nicht vielleicht doch nach dem Lied mal loslaufen könnte, diese Person dann wieder rauszuholen. Wir, und da spreche ich jetzt nicht nur für mich, sondern einfach auch für alle Kollegen, die heute da sind und die den Nathanael kennengelernt haben, sind unglaublich dankbar, den Nathanael kennengelernt zu haben, weil er nicht nur für die Teilnehmer, sondern eben auch für uns in vielen Gesprächen ein toller Lehrmeister für verschiedene Dinge, die man im Leben vielleicht beachten sollte, gewesen ist. Ich möchte an der Stelle einfach ganz, ganz großen Dank sagen, Nana, dass ich dich kennenlernen durfte und so viel Zeit mit dir verbringen durfte. Und das im Namen aller Kollegen. Vielen Dank. Und wir haben das ja schon gehört. Nathanael hat die Dinge immer ein bisschen anders gemacht. Und deswegen werden wir das nächste Lied mit der Ukulelen spielen. Weil wer den Nathanael kennt, der war immer mit seiner Ukulele unterwegs. Das ist die hier. Das ist Nathanaels Ukulele. Dieselbe ist auch auf dem Sarg drauf. Und genau, das Lied kennt ihr und wir wollen das zusammen spielen. Thank you.
denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Philipper 1, Vers 21 bis 23. Der Apostel Paulus schreibt diese Zeilen in seinem Brief an die Christen in der Stadt Philippi. Und wenn ich die Worte so lese, dann denke ich, meine Güte, hier rücken Himmel und Erde so nah zusammen. Der Tod und das Leben kommen hier zueinander. Der Tod ist ja das, wo das Diesseits und das Jenseits sich berühren. Und man merkt, wie Paulus hier überhaupt gar keine Angst hat vor dem Tod. Der Tod hat seinen Schrecken verloren. Ja, er ist vielmehr ein Gewinn für ihn, ein Übergang in eine neue Dimension, in eine neue, noch viel schönere Phase des Lebens. Das finde ich irgendwie verrückt. Und man merkt hier in Paulus diesen Zwiespalt, dieses Hin- und Hergerissensein zwischen seinem Wirken noch auf der Erde und auf der anderen Seite endlich angekommen zu sein bei Jesus, seinem besten Freund. Wenn er frei wählen könnte, sagt er hier, würde er sich sofort für Jesus entscheiden, lieber bei ihm sein, weil es das Größte ist, was er sich irgendwie vorstellen kann. Aber er weiß, solange er noch auf dieser Erde lebt, möchte er noch so viel wie möglich Menschen erreichen und sie dafür begeistern, dass sie ein Leben mit Jesus leben und ihn genauso erfahren in ihrem Leben, wie er ihn erfahren hat, sodass sie mit derselben Vorfreude dem Tod auch entgegengehen können, der ja doch für ihn ein Gewinn ist. Und ich frage mich, woher nimmt Paulus diese Gewissheit? Ich glaube wohl von Jesus selbst, dem er persönlich begegnet ist, damals auf dem Weg nach Damaskus. Jesus sagt einmal zu seinen Freunden und Schülern in Johannes 14, Vers 1 bis 3, lasst euch durch nichts von eurem Glauben erschüttern, das heißt von dem Vertrauen, der Beziehung zu Gott, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Und jetzt kommt der Vers, den Timo gerade schon erwähnt hat. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann wohl zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Für diejenigen, die ihr Vertrauen auf Jesus setzt, das heißt, die in dieser Beziehung mit Jesus stehen, für die bereitet er Wohnungen im Himmel vor, dass Menschen endlich bei ihm sein können. Es sprengt jede Vorstellung von einem schönen Leben, diese Wohnungen, die hier beschrieben werden. Die Bibel beschreibt das wie eine Stadt mit goldenen Straßen, die so schön ist wie ein Garten, ja, wie ein Paradies. Und das Allerbeste dort dran ist, dass wir in unmittelbarer Nähe zu Gott sein können. Gott, der die Quelle ist von allem Frieden, von Freude, von Freiheit, von Liebe. Ja, er ist die Quelle des Lebens selbst. Und der Ort, auf dem wir uns freuen dürfen, ist diese Nähe bei Gott. Und wer das einmal erlebt hat, der will nicht zurück. Nathanael ist jetzt genau dort. Er hat schon zu Lebzeiten die Nähe Gottes so sehr geschätzt und gesucht, vor allem auch durch seine Musik. Er hat schon immer so ein bisschen mit einem Bein in der jenseitigen Welt geschwebt. Und jetzt darf er endlich unmittelbar mit Jesus Gemeinschaft haben, mit seinem besten Freund und Schöpfer. Jetzt darf er endlich in seiner neuen Wohnung sein, die schon fertiggestellt ist und perfekt ist. Ja, mit allem möglichen Schnickschnack an kreativen Sachen. Ganz viele Sachen hat sein Haus, das andere Häuser im Himmel nicht haben. Garantiert. Weil so war halt Nathanael. Er musste immer irgendwie was Besonderes noch mit haben. Und ich glaube, dass Jesus dem Rechnung trägt. Und dass er sich so freuen kann, dass er jetzt in diesem Haus ist. Wie für Paulus beides ist. Christus sein Leben, Sterben ein Gewinn. Und
Ich habe unsere Resi gebeten, ein Lied, das sie geschrieben hat, nochmal mit hier zu singen, weil es das ganz gut ausdrückt, wie Nathanael ankommt, endlich, und mit dem Vater und dem Sohn tanzen kann. Vielen Dank, Dominik und Resi. Wir dürfen zum Glück wissen, dass wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, wir Nathanael in der Ewigkeit wiedersehen werden.
dann werden wir noch viele Gelegenheiten haben, mit ihm zu tanzen, mit ihm noch viele, viele Lobpreislieder zu singen, mit ihm noch stundenlang segeln zu gehen und wilde Kletterpfade zu erklimmen, mit ihm die verrücktesten Ideen auszuspinnen und umzusetzen. Aber während es ihm jetzt richtig gut geht, sind wir hier und leiden. Ich glaube, dass Nathanael sich freut über die vielen, vielen Menschen, die Anteil nehmen. Und gleich sind wir die, die zurückbleiben, die jetzt in dieser desaströsen Situation irgendwie klarkommen müssen ohne ihn. Und es ist ein Verlust. Es ist ein wirklicher Verlust. Wir haben einen Ehemann, einen Papa verloren, einen Sohn, einen Bruder, einen Freund. Wir haben unseren besten Lobpreiser verloren. Wir haben eine Riesenlücke in unserem Technikteam. Wir haben, Nathanael hatte immer diese Begabung, aus wenig ganz viel zu machen, sodass irgendwie eine Atmosphäre geschaffen wurde mit Licht und Ton, wo andere Menschen sich wohlgefühlt haben. Nathanael war jemand, der groß und kleine Events mit irgendwie so vorbereitet und geplant hat, dass es Orte wurden und Zeiten wurden, wo Menschen sich von Herz zu Herz begegnen konnten. Er war Initiator von so vielen verschiedenen Ideen. Und ja, es ist ein Leiden. Und das dürfen wir auch so ausdrücken und müssen es nicht gleich mit irgendwelchen christlichen Floskeln wieder übertünchen, sondern wir dürfen das auch sagen. Wir dürfen sagen, es ist schmerzvoll, es tut weh. Und ich finde es ungerecht. Ich finde es zutiefst ungerecht, dass mein Bruder gehen musste in diesen jungen Jahren. Wir dürfen Gott anklagen und ehrliche Worte finden, wie es auch die Autoren der Bibel getan haben. Ich bin dafür so dankbar, dass die Bibel uns Worte dafür verleiht, dass wir klagen dürfen. Besser, ich gehe mit meinen schwermütigen Gefühlen, mit meiner Wut, meinem Zorn, meinem Unverständnis, meiner Verzweiflung, meinen ganzen offenen Fragen zu Gott, als dass ich das irgendwie im Alkohol oder irgendwelchen anderen Süchten ertränke. Und glaub mir, Gott kommt damit ganz gut zurecht. Und wenn Gott auch nicht jede meiner Fragen beantworten wird, so hat er uns doch versprochen, dass wenn wir ihn suchen, er mit seinem Trost da ist, hier bei uns. Gott hat nie versprochen, dass wenn wir mit ihm unterwegs sind, hier in dieser Welt immer alles um uns herum heile Welt sein wird. Aber er hat uns versprochen, dass er mit uns ins finstere Tal hineingeht, in den Schmerz hinein. Und nicht nur das, sondern dass er uns auch hindurch tragen wird. Da, wo wir uns ausstrecken nach ihm, ist er da. Und viele Menschen haben es erlebt. Wir können uns darauf verlassen, Gott wird mit uns hindurchgehen. Während Nanas Leiden jetzt ein Ende hat, sind wir es jetzt, die leiden. Menschen sind fähig, sehr viel Leid zu ertragen, wenn sie darin irgendwie einen Sinn sehen können. Unser Leid wird irgendwie erträglicher, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen makaber, wenn wir in dem Tod von Nathanael irgendwie noch was Positives sehen, etwas Positives dem abgewinnen können. Deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht die Frage nach dem Warum stellen. Warum musste Nathanael sterben? Diese Frage nach dem Warum blickt immer in die Vergangenheit und sucht einen Schuldigen, um besser verstehen zu können. Ja, um irgendwie diese Frage für sich zu beantworten. Wer ist schuld an dieser Situation? Ist es vielleicht Gott? Er hätte ihn doch heilen können, wenn er schon allmächtig ist. Oder ist es vielleicht Nathanael selber? Hätte er dies und das und jenes beachtet, dann hätte er keinen Krebs gekriegt. Da gibt es ja alles Mögliche an Ideen, was man machen könnte und sollte und müsste.
Oder liegt es vielleicht an irgendwelchen anderen, an der Familie, an den Freunden, an unserer Gemeinde? Haben wir zu wenig geglaubt? Weißt du was? Diese Frage wird nie befriedigend beantwortet werden können. Diese Frage führt nur zu Verbitterung. Selbst wenn wir irgendeinen Schuldigen ausmachen können, dann wird es weder uns noch erst recht nicht diesem Beschuldigten helfen. Diese Frage lässt uns nur ohnmächtig zurück. Ich glaube sogar, es ist gut, die Frage nach dem Warum komplett offen zu lassen und bewusst nicht beantworten zu wollen. Viel zielführender ist es, wenn wir die Frage nach dem Wozu stellen. Wozu könnte der Tod von Nathanael noch irgendwie einen höheren Sinn haben, eine Bedeutung haben? Wozu könnte er gut sein? Und das kann ich heute nicht sagen und will ich auch nicht sagen. Aber vielleicht kann ich es später einmal. Die Frage nach dem Wozu, sie blickt in die Zukunft, nach vorn. Sie arbeitet nicht mit Schuldvorwürfen, sondern sie sucht nach Lösungen. Und sie lässt mich nicht in der Ohnmacht liegen, sondern sie hilft mir, dass ich selbst etwas tun kann, dass ich Verantwortung übernehmen kann, dass ich selbst wirksam werden kann. Ich habe eine Verantwortung, was ich aus dieser Situation mache. Ich kann mich jetzt in meine Gotteszweifel verkriechen und mir ein Gefängnis aus meiner Verbitterung bauen, aus dem ich nicht mehr rauskomme. Oder ich kann ganz bewusst nach vorn blicken und diese starke Energie meiner Gefühle, die jetzt da ist, umwandeln in eine Art Transformationskraft. Das heißt, dass ich mir jetzt überlege, aus dieser schwierigen Situation, aus dieser emotional geladenen Situation, aufgrund dieser Erfahrung, die ich gemacht habe, was kann ich in Zukunft anders machen? Dass diese Energie, die da ist, mich antreibt und ich sie so lenke, dass ich etwas Positives daraus entwickeln kann. Ich möchte erklären, was ich meine. Ich zum Beispiel habe eine Sache in den letzten Wochen gelernt. Und zwar, dass ich viel schneller und ehrlicher und persönlicher wertschätzen möchte. Ich war in den letzten Tagen beim Nathanael am Sterbebett und habe ihm nochmal gesagt, die vielen Dinge, die ich an ihm schätze und liebe und wofür ich ihn bewundere und worauf ich stolz bin. Und als ich das erzähle, merke ich, ein Großteil dieser Dinge habe ich ihm in dem ganzen Leben noch nicht erzählt. Warum muss erst jemand auf dem Sterbebett liegen, dass ich anfange, ihm zu erzählen, was ich an ihm schätze? Warum kann ich es nicht gleich machen? Warum können wir es nicht gleich machen? Viel früher anfangen, einfach auch die kleinen Situationen, wo ich etwas positiv wahrnehme, aber man geht halt weiter. Ich gehe halt weiter. Aber dass ich anfange, hey, das habe ich gesehen, das fand ich echt gut. Dankeschön. Ich muss nicht mein Riesenprimborium machen, nicht alles am nächsten Sonntag in der Familienzeit erzählen. Diese Person hat mir letzte Woche die Tür aufgehalten. Nein, einfach hingehen. Hey, danke, ich habe es wahrgenommen. Danke. Und fertig. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte viel persönlicher und gezielter wertschätzen und es nicht für selbstverständlich nehmen, die Menschen um mich herum und ihr Wirken in meinem Leben. Die Frage ist, was du aus dieser Erfahrung für dich machst. Vielleicht sagst du dir, ich möchte ganz bewusst die Momente in meinem Leben genießen und auch suchen, so wie Nathanael, dass ich, keine Ahnung, nicht mehr meine Kinder anstreie und immer zum nächsten Punkt stresse, sondern ganz bewusst das Leben lebe und in dem Moment jetzt leben. Ich glaube, das ist eines, was Nathanael ganz gut hingekriegt hat, haben wir jetzt mehrfach gehört. Nathanael hat es geliebt, im Moment zu leben, also wirklich zu leben, ohne sich von allem Stress immer mitreißen zu lassen. Und seine ganz besondere Leidenschaft, die galt Jesus, seinem besten Freund, den er mit seiner Musik angebetet hat. Und vor allem war es seine Leidenschaft, dass andere Menschen genauso Jesus erleben und ihm begegnen können, so wie Paulus das ja geschrieben hat.
Nathanael hatte diese wunderbare Fähigkeit, Menschen mitzuziehen. Und ich frage dich, du willst Nathanael ehren? Du willst ihm eine Freude machen? Ich glaube, das, was ihm am meisten Freude machen würde, ist, wenn wir unsere Leidenschaft an seine angleichen. Oder andersrum, wenn wir seine Leidenschaft zu unserer Leidenschaft machen. Vielleicht kannst du mit diesem Jesus noch nicht viel anfangen. Vielleicht geht es dir so, dass du noch gar keine Berührungspunkte damit hast oder auch Verletzungen damit hast. Dann möchte ich dich einladen, auch gerade jetzt in diesem Punkt, in diesem Moment, einfach zu sagen, hey Jesus, ich weiß nicht, ob es dich gibt, ich bin jetzt hier. Wenn es dich gibt, dann zeige dich mir. Und ich glaube, er wird es tun. Vielleicht bist du schon lange an Bord und kennst das alles und bist jetzt genauso bewegt. Und vielleicht ist das der Punkt, wo du etwas, Nathanael ist tot, als Anlass nehmen kannst, einfach dein Leben ganz neu Jesus, Gott zu widmen. Alle die verbleibenden wertvollen Tage, die du hast, zu sagen, ich möchte sie nutzen, um Jesus näher zu kommen, um einfach, ja, dass mein Leben, wie man so schön sagt, reiche Frucht bringt. Wenn wir diese emotionale Energie, die so in diesem Raum ist, tut mir leid, dass ich so, es klingt komisch, diese Wörter, aber wenn wir das nutzen, um in unserem Leben Prioritäten angesichts unserer wertvollen Lebenszeit neu zu sortieren und Jesus näher zu kommen, hier in dieser Welt, ich glaube, das würde Nathanael am meisten ehren und Freude bereiten. Und wenn wir dann in ein paar Jahren zurückblicken und sehen, was daraus geworden ist, aus einfach diesen Entscheidungen, die wir jetzt in dieser Situation, in diesem Moment treffen, aus dieser transformativen Kraft, was da Positives raus sich entwickelt hat in unserem Leben und in unserem Umfeld, dann können wir auch im Rückblick die Frage nach dem Wozu gut beantworten. Wir werden niemals zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, ja, also wo wir dieses unsagbare Leid, in dem wir jetzt stecken, beschönigen. Darum geht es nicht. Aber vielleicht werden wir darüber hinaus staunen können, was Gott Wunderbares aus dieser Situation, aus dem Tod von Nathanael gemacht hat. Nathanael hat schon zu seinen Lebzeiten so viel Gutes bewirkt. Wir haben gerade vieles davon gehört. Die Bibel spricht da so von Frucht bringen. Wenn Nathanael in seinem Leben schon so viel Frucht gebracht hat, wie viel mehr würde er es feiern, wenn sein Tod noch viel mehr Frucht bringt? Und das liegt an dir und mir. Es liegt in unserer Hand, dieser Situation so ein kleines Stück Sinn zu verleihen und damit in Zukunft auch Schmerzen und Leiden zu lindern. Wenn wir sehen, das Gute ist daraus erwachsen. Selbst wenn diese Situation in sich wirklich katastrophal ist, hat Gott etwas Gutes daraus machen lassen. Es liegt in unserer Verantwortung. Und weißt du, damit hilfst du dir und auch uns als hinterbliebener Familie, Trauer zu bewältigen und zugleich Nathanaels Andenken zu bewahren. Jesus, ich danke dir, dass du Nathanael in diesem Leben gesegnet hast. Ich danke dir für all die wundervollen Momente, die wir mit ihm hatten. Und ich bin absolut neidisch auf dich, dass du jetzt mit ihm abhängen kannst und wir ohne ihn klarkommen müssen. Und es ist hart für uns und gleichzeitig beten wir, Jesus, dass du diese Situation umwandelst und zu einem Segen werden lässt. Wir bitten dich, dass aus einer Katastrophe ein Katalysator des Guten wird. Aus der Frucht, die Nathanael in Zeitlebens schon gebracht hat, noch viel mehr Frucht entsteht. Jesus, wir beten, dass das, was jetzt hier an Energie da ist, dass wir es umsetzen, dass etwas passiert in Zukunft, was dieses Leben noch lebenswerter für uns und unser Umfeld macht. So, dass Nathanael vom Himmel runterblicken kann und sagen kann, geil, es ist genau
so schön, wie ich es mir vorgestellt habe. Jesus, ich bete, dass du jeden Einzelnen, der hier ist, segnest, dass du in unserer Trauer uns begegnest und dass wir von dir hindurchgetragen würden in eine Zukunft, die noch schöner ist, die noch besser ist. Jesus, wir wollen dir begegnen, hier in dieser Welt und auch in jener. Amen. Wir haben hier eine, jetzt brauche ich nochmal Ton, da ist er. Wir haben hier eine Bank fertigen lassen. Da steht drauf Nanas Plätzchen. Das ist jetzt nicht für die Weihnachtszeit gedacht, sondern es geht um diesen schönen Lieblingsplatz. Wir haben es erst erwähnt, wie Nathanael es geliebt hat, am Stausee einfach zu sitzen und aufs Wasser zu gucken und diesen Moment zu genießen. Und diese Bank wird jetzt über den Winter erstmal an seinem Grab stehen und dann im kommenden Frühling einen würdigen Platz am Stausee beim Kletterpark mit Blick aufs Wasser erhalten. Und wenn du dich daran erinnern willst an den Nathanael, ist das vielleicht ein guter Ort, wo du hingehen kannst. Ich wünsche mir so, dass diese Bank auch ein Ort von Gemeinschaft wird, das, was Nathanael immer so geliebt hat. Ein Ort, wo man in tiefe Gespräche hineinkommen kann. Nathanael hat Deep Talk geliebt, wie wir das bei uns immer nennen. Dass man nicht bloß übers Wetter redet, sondern wirklich über tiefe Dinge. Vielleicht kann das auch eine Bank der Begegnung sein, wo die Decke zwischen Himmel und Erde ganz dünn ist. Wo wir auch mit Gott ins Gespräch kommen können. Auch wenn du jetzt in deiner Bank sitzt und nicht hier auf dieser schönen Bank, lade ich dich ein, jetzt bei dem nächsten Lied mit Gott ins Gespräch zu kommen. Und für dich zu sagen, hey, das sind die Dinge, die ich in meinem Leben umsetzen möchte. Lasst uns damit Nathanael wieder richtige Freude machen, dass er runtergucken kann und sich mit uns gemeinsam trotz dieser schwierigen Situation freuen kann. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein.
Vater, ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen und ich danke dir, dass wir unser Herz ausschütten dürfen und ich danke dir, dass da auch Trost ist und dass da Annahme ist und Verständnis. Gott, ich danke dir, dass es so gut tut, in deiner Gegenwart zu sein. Amen. Die Familie ist euch sehr dankbar für alles Mittragen und für das Ganze unterstützen. Bittet aber aufgrund der Anzahl der Gäste heute nicht persönlich zu kondolieren. Das würde einfach sehr viel Zeit und sehr viel Kraft kosten. Eure Kondolenzkarten dürft ihr sehr gerne am Eingang abgeben. Da gibt es einen kleinen Tisch mit einer Box. Dort könnt ihr die sehr gern reinlegen. Und ihr werdet dort auch nochmal die Gelegenheit finden, Ellie, Chiara und Carlo finanziell zu unterstützen. Das könnt ihr mit Bargeld machen, aber das könnt ihr auch über den QR-Code machen, über PayPal. Letzten Sonntag gab es im Gottesdienst die Gelegenheit, eine Seite für Nana und seine Familie zu schreiben, die später als Buch gebunden werden soll. Und falls ihr diese Seite zu Hause geschrieben habt und heute mitgenommen habt, dann könnt ihr sie auch gerne dort auf diesem Tisch am Eingang abgeben oder später dann beim Kaffee trinken in der Gemeinde. Und das ist auch das richtige Stichwort, denn ihr seid jetzt im Nachhinein alle sehr herzlich eingeladen zu einem Kaffeetrinken in der Josua-Gemeinde Bautzen. Und im Saal werden jedoch nur die Familien Mudrich und Leubner und der engere Freundeskreis sitzen. Nehmt da bitte Rücksicht, der Platz wird da einfach sehr begrenzt sein. Ja, nach dem Abschlusssingen singen wir noch ein gemeinsames Lied. Und während des Orgelspiels danach werden wir dann alle gemeinsam aus der Kirche von vorne heraus ausziehen. Und ich möchte euch segnen mit den Worten von Dietrich Bonhoeffer aus seinem Lied, das wir vorhin schon gesungen haben. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, dann wollen wir des Vergangenen gedenken und dann gehört dir unser Leben ganz. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und so segnet euch der allmächtige und tröstende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend deren nach dir, auf den Kindern. Focus on.